Ali, hallo. Und willkommen zurück bei Sons of the Forest. Ja, ich habe bei Occupy Mars gerade ein bisschen Vorlauf. Deswegen dachte ich, wir machen jetzt hier mal weiter. Oh, moin. Du bist hungrig und du hast Durst. Da haben wir den hier schönes. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt so ruckelt. Ja. Oh, die ist. Ich weiß nicht, ob die neu ist. Machen wir mal einen Lederlappen auf. Wow. Danke für nichts. Aber immerhin Stoff. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. So, Fackel fertig. Gut. Ich muss mich mal schnell zurechtfinden. Die dicke Axt, der Speer, die Machete, die Pistel und der Bogen. Haben wir auf der 6 noch irgendwas? Wasser. Na dann. Eigentlich gleich wieder voll machen. So. Wir gehen ja rund wieder auf. Wo haben wir denn Besuch? Nirgendwo. Jetzt löscht sie sich. Ach da. Der ist rot. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt weiterverfahren wollten. Hat man Hügel im Dach gesehen? Nee. Hier sollten wir mal ein bisschen Fisch aufbringen. Ich fahre mal offen. Hatten wir das eben? Was gesehen? Ich hoffe, dass wir hier auch. Weil wir alles so viel selber bauen, ne? Genau, und hier hatten wir die Baupläne. Da. Die würde ich gerne mal einfach so hier in die Strömung bauen. Kevin, komm mal her. Holen Stöcke und lassen mal hier fallen. Bester Mann, bester Mann. Ja, taugt das ja was, ne? Wenn die Strömung sich wieder runtertreibt, könnte klappen. So. Was könnten wir denn jetzt in der Zwischenzeit mal machen? Oh, ich weiß was. Ich weiß was. Ne, wir haben geladen. Baumstämme haben wir nicht.
nicht essen? Nö. Virgie, ich will hier mal den Baum fällen. Ich hab nämlich Hunger. Okay, Virgie, da kommt Besuch. Moin, Kevin. Danke, Kevin. Ich will... Genau. Moin. Ich bin Profi. Virginia. Komm mal arbeiten. Ich bin zu dumm dafür. Ich bin zu dumm. So, jetzt aber. So, hier. Ach, da haut er ab. Da oben sitzt auch noch einer. Da kommt auch noch einer. Mann. Moin. Getroffen. Der jetzt mehr. Was war die? Oh, hoin. Immer ein bisschen höher ziehen. Ja, Kevin, ich steh vor dir. Wow! Alter, die Waldfee. Hat mich nicht erschreckt. Ja. Kevin ist noch ein paar Stückchen. Hm. Das scheint ganz gut zu funktionieren. So, was wollte ich? Ja. Kann ich das? Oh. Unten? Jetzt unten vielleicht hängt da jetzt die Kabel runter? Da. Und da. Egal, wir gucken einfach mal. Nicht die hier. Ich weiß, eine Glühbirne braucht eine Fassung, ne? Das ist mir bewusst. Ja. Pass bloß auf. Wenn ich das jetzt hier einfach mal mittig hinschmeiße. Ich weiß, im Handbuch ist eine bebilderte Anleitung. Aber ich bin ja ein Mann. Ich muss das erstmal achtmal falsch machen, bevor ich da reingucke. Okay, wir gucken da rein. Während der Besuch hier rumläuft. Ich denke, das ist hier, ne? Feld. Feuer.
Standfeuer, Schiebelampe, Stock, verstärkte Zaun, Boden, Wand, bla, 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 da. Kabel. Okay, ich weiß nicht, wer hin. Am besten auch eine Schräge. Ja, dann bauen wir uns da oben aufs Dach einfach mal eine Schräge. Und dann mit dem Kabel hier rund. Stimmt, wir haben ja Kabel. Oh, und ich habe Hunger. Hier. Ja, wir haben drüben im Lager haben wir ja noch jede Menge. Aber das will ich jetzt rausfinden. Achso, erstmal machen wir die Fischreuse fertig. In der Hoffnung, dass wir dann auch was fangen. Also. Ich. So, es ist 14 Uhr. Also müssen wir die Schräge nach da bauen. Dafür brauchen wir Stämme. Die haben wir ja. Moin, Kevin. Ja. Okay. So. Aha. Können wir hier hoffentlich lecker Fisch fangen. Da. Da. Dann hier zwischen die Bretter hoch. Das heißt, wir müssen hier nur einen Baum umbauen. Ja, hier sieht ganz gut aus. Oh Gott, Entschuldigung. Schnupfen. Mal inzwischen. Und dann. Nee. Das ist nicht ganz richtig. Moin. Okay. Na? Nun, meine Freundin ist gerade unterwegs. Ist gerade schlechter Zeitpunkt. Hi. Ja, hier. Kevin, räum den nochmal weg. Dankeschön. Den nehme ich auch. Danke. Die nehme ich auch. Und dann hier. Und hier. Okay. Eins, dann können wir da unsere Solarpanel drauf schmeißen. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwie einen Stromspeicher, dass wir das Licht dann auch nachts nutzen können? Das wäre ja irgendwie sinniger, ne? Ja.
Fühlt sich nicht so richtig an. Warum kann ich das denn nicht? Was? Jetzt nochmal 2-0. Ah! Jetzt bin ich da reingelaufen. Wir wollen uns mal 2 Baumstämme gucken, ob wir diesen kleinen Träger noch machen müssen als Kabelverlängerung. Aber eigentlich sollte das ja jetzt möglich sein, das Solarpanel da drauf zu hauen. Oder stelle ich mich wieder zu doof an? Ja, auch nicht das erste Mal. Also ich kann es hier und da, aber nicht da drauf. Das will. Also ich weiß ja nicht, aber wenn wir jetzt mal gucken. Okay, warte. Vielleicht. Ist das steil? Ah, nicht runterfallen, nicht runterfallen. So. Ja. Schmeiß die aber auch mit einer Energie weg. So, hör auf. Dann machen wir erstmal. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal aus. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich verarscht. So.
Na, klasse. Gut. So. Das kann ja nicht nur ein Heiler sein, das ist ja... Oder? Ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Oder vielleicht doch. Also jetzt müsste mal die Bretter vielleicht zählen. Jetzt. Doch. Das sind tatsächlich nur halbe. Egal. Der Herr nimmt es doch eigentlich. Andersrum. Ja, Kevin, reicht mit Six, ne? Sehr nett von dir, aber kannst du aufhören, ne? Kevin. Hier, mach mal Pause. Guter Junge. Cool. Wir haben einen rohen Fisch gesammelt. Aua. So, wo sind jetzt... Was ist das denn? Können wir das einfach mit Draht machen oder gibt es da extra Kabel? Ich kann damit jetzt nicht... Irgendwas habe ich da unten jetzt angeklickt. Da. Hier habe ich jetzt Kabel. Das müsste von hier kommen, dahin gehen. Das heißt, ich kann jetzt hier... meine Glühbirne hinhängen. Die nicht geht, weil die Sonne nicht scheint. Was heißt, ich brauche die Glühbirne nicht, wenn die Sonne scheint. Ein Dilemma. So, hier können wir jetzt mal den Auserwählten aufhängen. Das ist schon cool, aber brauchst du halt nicht. Sei denn, du hast alles zugebaut und hast keine Fenster, dann ist hier drin auch schon dunkel. Aber im Großen und Ganzen ist es halt unnütz. So in der Form jetzt. Fangen wir hier noch an? Nö. Aber ich könnte mich schon finden. So, schlürf. Ganz cool. Ich denke, wenn du davon ein paar hast, dann kannst du damit bestimmt noch irgendwas anfangen. Spontan wüsste ich jetzt nicht was. Jetzt
mal ohne Speicher halt witzlos ist, ne? Könnte ich jetzt meine Batterien einfach in Reihe schalten und was ist das? Auch Austern. Münzen, Bargeld, Druckerharz, Seilgewehr, Granaten, Schleuder. Die Schleuder könnten wir mal ausprobieren. Die packen wir mal auf die 4. Ja. Ja, dann gehen wir mal speichern und heier machen. So, scheint die Sonne schon. Ich wär Hunger. Ja, ja, ja. Ja, kein Fisch. Dann nehmen wir den. Oh. Naja, gut. Und frisst dann halt roh. Ja, das wird wohl bedeuten, ich muss mir was zu futtern besorgen. Machen wir das mal. Es wird langsam herbstlich. Das heißt, bald ist Winter. Da wären wieder ein paar Möwen. Ja, so weiß ich auch nicht. Was hat ihn denn gebissen? Der hält ja nicht an, wenn er auf einen zuläuft. Ich bin gerade erschreckt. Kelvin kommt auch, um nichts zu tun und zuzugucken. Das kann er gut. Aua. Schnappt ihr ihn? Sag ich doch.
Junge, du bist so eine Memme. Kann ich den nicht aufschneiden? Doch. Das ist ein bisschen Rüstung. Kann ich den auch aufschneiden? Gibt das auch ein bisschen Rüstung? Ja, Kelvin. Wo ich dich rette, hole ich mir nochmal einen Kiesel. Wir sind Freunde, ne? Wir sind gute Freunde. So. Der Tag schreitet voran. Und wir machen nichts. Ja, können wir mal gucken, ob wir da irgendwo ein Reh oder sowas finden. Nee. Also alleine ist doch ein bisschen zäh. Mal gucken, wann Sebastian wieder Zeit hat. Das Hausbauen und so war ganz nett. Da ist Virgie. Aber jetzt so ganz alleine rumrennen, das ist echt ein bisschen... Ah, sie hat Geschenke. Dankeschön. Was zu essen? Ich schneide es auch gleich auf. So. Die Machete. Ja, der Wind rauscht. Das heißt, wir haben bald Winter. Und dann bin ich gespannt, wie das mit der Location hier so ist. Ob das cool ist oder ja nicht. So, jetzt scheint die Sonne auf jeden Fall schon mal ein bisschen da drauf. Kann ich jetzt hier das Licht anmachen? Ist das für Kack? Oder muss ich in beide Richtungen? Kann ich hier nicht sehen? Hier habe ich Kabel hingelegt und das ist wahrscheinlich das Kabel, was wir da oben sehen. Aber muss ich da jetzt auch nochmal Kabel? Hat auch hier Draht. So. Jetzt habe ich ja von da, nach da, nach da. Jetzt müsste es doch gehen, oder? Ich meine, Sonne konnte es ja nicht so viel, aber immerhin. Schwer auszumachen, wo das Ding denn sitzt. Ich muss ja... 1, 2, 3. Ist schon richtig. Hier ist ja Kabel. Ich weiß es nicht.
Ja, keine Ahnung. Ich muss mal schauen. Das war jetzt immer so eine Folge aus Langeweile raus. Ich muss auch gucken, ob ich mit Sebastian dann nochmal weitermache. Bock hätte ich schon. Vor allem jetzt mit den ganzen neuen Updates, mit dem Strom und so. Das könnte noch ganz interessant sein. Und jetzt haut Kelvin ja auch die Baumhäuser nicht mehr um. Das heißt, das wäre auch nochmal eine nette Idee. Wir müssen mal schauen. Ja, dann sehen wir uns irgendwann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.